Hallöchen, willkommen, meine lieben Freunde. Willkommen zurück in der Stadt oder im Dorf von den Viverianern. Holy shit, diese Sequenz im letzten Part am Ende. Goren Magala ist also gar nicht so dunkel und sieht also in Wirklichkeit auch gar nicht so aus, wie er aussieht, sondern da steckt was ganz anderes dahinter. Wow, okay. Ich bin wirklich gespannt. Ich war noch nie so gespannt in einem Monster Hunter Game. Na, hallo. Wie läuft die Jagd am Himmelberg? Das ist ein wundersamer Ort, nicht wahr? Aber auch heimtückisch. Der Halt kann schlecht und das Terrain schwierig zu bewältigen sein. Oh ja, Wimmeln tut's auf jeden Fall. Und wir können Erntetour machen. Oh, und der Kleine sollte jetzt die Talismane bereit haben. Talismane abholen. Schätzen. Ermüdung B. Okay. Nö. Den kannst du haben, mein Freund. Okay, wir werden auf jeden Fall die unnützen Talismane herholen, denn da haben wir immer noch eine Chance, dass wir was Gutes bekommen. Und ich schätze... Wisst ihr, Leute, ich werde jetzt eine Behauptung aufstellen. Dieses goldene Ding, was unser Freund mit dem Hut hatte. Ich schätze jetzt einfach mal, dass dieses Ding eine Schuppe von Goren Malaga ist. Und zwar eine Schuppe von seiner wahren Form und nicht die Schuppe von der besessenen Form mit diesem komischen Puder. Und dass da auf dem Himmelsberg etwas passiert ist, was all diese Monster verheerend, aggressiv und dunkel gemacht hat. Tja. Ah, Jäger! Warum machst du so ein langes Gesicht? Was sagst du da über den Himmelsberg? Der Kongalala ist dem Durchbruch... ist in den Durchbruch weitergezogen? Was? Hä? Der Kongalala ist... durchgedreht? Götter und Monster! Das ist fürchterlich! Das klingt, als würde das Unheil erneut seinen Lauf nehmen. Okay. Und es dem Großguru erzählen. Was, du willst wissen, wo er ist? Gut, dann... Der Großguru ist eine heilige Gestalt. Im Schrein. Nach den Monstern sehen. Nach den Monstern sehen? Ich soll jetzt da auf den... Oh. Okay. Zum Teufel. What the fuck? Okay, wir haben gerade eine Menge Monster dazu bekommen. Wir haben einen fucking Zinogre am Start. Wir haben einen Rathalos. Und wir haben eine Königin. Oh mein Gott, Zeltas Königin. Oh shit. Okay. Wir werden in dem heutigen Part auf jeden Fall den König der Lüfte bezwingen. Aber davor werden wir noch kochen. So, das überspringen wir einfach mal und fressen direkt los, denn wir haben Hunger. Und schließlich wollen wir heute noch zu unserem Rathalos gelangen. So, haben wir alles? Ich habe ja immer noch die gleichen Sachen vom letzten Mal dabei, okay, aber es sieht gar nicht mal schlecht aus. Joa, passt auf jeden Fall. Auf geht's, Leute. König der Lüfte. So, entschuldigt, liebe Leute. Ich musste mir da gerade mal einen Schluck Wasser holen.
Jetzt bin ich auf jeden Fall bereit für den König der Lüfte. Und ich bin sehr gespannt. Nein, 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 hittet mich. Ich muss diese behinderte Taste da unten mehr verwenden. Naja, okay. Ich bin selbst schuld, wenn ich so ein Ding mitnehme. Okay. Den Rathalos werden wir also killen. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass der Rathalos in der Nummer 5 ist. Wo er nicht ist. Okay. I see you. Dann ist er in der Nummer 6. Wahrscheinlich, oder? Mal gucken. Oh, ich muss echt Psychoseren mitnehmen, ey. Das geht so nicht. Wir nehmen einen Angriffsboost mit und schicken das Viech so weit weg wie möglich, damit wir einen großen Vorsprung haben. Boah, es holt uns mega schnell ein, okay. Es ist fast schon zu schnell, dieses Viech. Naja, okay. Immerhin haben wir einen Angriffsboost. Wir können uns nicht beklagen. Okay. Was war das? What the fuck? Wer bist du denn? Wer bist du denn? Rocky! Hallöchen, Jäger! Willst du einen Kameraden haben? Okay. Kameraden aufgespürt. Das ist also Rocky. Ein Schatzsucherkamerad. Cool. Dann haben wir Ende Quest einen neuen Kameraden. Hallo, Gemüseältester. Schön. Ja, das ist ebenfalls eine Neuerung von Monster Hunter. Man kann die übelsten random Sachen finden. Oh, Hilfarznei Plus. Man kann nämlich da Kameraden, also Katzen finden mit verschiedensten Outfits. Man kann Schweinchen finden mit verschiedensten Outfits. Und. Man kann da ganz schön vieles zusammensuchen. Okay. Lol, die Vorräte sind schon da. Wo zum Teufel ist dieser Rathalos? Okay, wir sind jetzt von da runter. Das bedeutet, er ist in der Nummer 8, ne? Zumindest müsste er da sein. Oh Gott, die Remobra. Die Remobra verfolgen mich. Oh shit. Keine Ausdauer mehr. Also wenn er nicht in der Nummer 8 ist, dann weiß ich auch nicht, Leute. Dann haben wir kein Gebiet mehr offen. Aber wir haben ihn gefunden. Oh shit. Oh shit, Alter. Der König der Lüfte. Er greift an. Und ich erinnere euch, ich habe eine heftige Feuerschwäche, meine lieben Freunde. Das kann also ganz schön böse werden. Oh shit! Oh nö, das arme Viech. Oh shit. So, direkt mal einen Buff holen. Komm schon. Warum fliegt das Ding in den Boden? Holy shit. Oh shit. Okay. Alles gut, ich habe mich gefangen. So. Danke. Und jetzt, mein lieber Rathalos, werde ich direkt mal aufsitzen. Wow. Nigga. Ugh.
Der Typ hat gerade die ganze Insel zum Kern gebracht. So, aber jetzt bring ich ihn zum Kern. Nö, 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 du bleibst schon hier. Kleiner Drecksack. Keine Chance, Rathalos. Und ich habe immer noch den Angriffsboost. Jetzt ist es Zeit, sich da durchzuslashen. Und er wird gleich in den Rage-Mode kommen. Und da ist er. Autsch! Hey! Das ist unfair! Hey, Joyster wollte mich gerade heilen. Lässt du bitte mal Joyster heilen? Au, Alter. Also gerade... Was zum Teufel? Ey, wenn ich jetzt sterbe... Holy shit. Alter, er lässt Joyster einfach nicht heilen mit seinem behinderten Wind. Hat er eigentlich mal was fallen? Er hat doch irgendwo hat er mal was fallen gelassen, glaube ich. Hier. Was war das? Erste Hilfe hat's. Na, okay, okay, okay. Alles klar. Wow, der Typ, da kommt Feuerball! Holy shit! Alter! Der hat also auch dazu gelernt, ey. Okay, das ist ja mal eine sehr interessante Attacke. Wow. Ja, sehr gut. Sehr schön, ich sammle alle Buffs ein. Und jetzt, mein lieber Rathalos. Jetzt geht's hier an den Kragen. So. Insekt, verfolg ihn. Das Insekt verfolgt ihn tatsächlich, wo auch immer er ist. Los, Insekt. Ich bezahle dich nicht einfach, um rumzustehen. Wo ist der Typ? Hey, da oben gibt's Erz. Und hier wird man tatsächlich von der Insel geworfen, früher oder später. Okay, shit. Der Rathalos ist entkommen. Er ist also abgehauen. Wo ist er hin? Hier. Hier unten ist er. Okay, okay, okay. Leider ist unser Angriffsboost direkt mal weggegangen. Aber in Ordnung. Nichts da! So. Mal kurz den Angriffsboost wiedergeholt. Ja, Slash! Okay, er ist im Rage. Das bedeutet, ich habe jetzt die maximalen Buffs am Start. Nicht auf Joyster, nicht auf Joyster! Holy shit! Und der hat schon wieder was fallen lassen da hinten. Yeah, nice. Okay, ich habe wieder alle Buffs am Start. Yeah.
Nice! Perfekt, Alter. Das war jetzt gerade richtig gut. Jetzt darf ich nur nicht verkacken und dann habe ich den Bastard. Denn lange hält er ganz bestimmt nicht mehr durch. Okay. Dann schrei, mach mir. Ah, ich habe Ohrstöpsel wegen meinem Buff. Geil. Das wirkt also auch hier. Nice. Okay, sein Kopf ist auf jeden Fall zerstört. Und das war's mit Rathalos. Sehr, sehr, sehr nice. Wir erhalten einen Rathalos-Panzer. Ich bin mir gerade mal überlegen, ob ich tatsächlich alle Monster zeigen soll oder ob ich einfach zeigen soll, wie es weitergeht. Denn ein Zinogre und... Ja, gut, die... Ja, okay, die Zeltas-Königin würde ich schon gerne zeigen, da sie halt ein neues Monster ist und der Zinogre eigentlich auch... Ja, okay, wisst ihr was? Ich zeige euch alle. Ich zeige euch alle! Bra! So, jetzt zeige ich euch mal, wie man heftig krass Remobras killt. Und zwar mit dem... mit unserer... Motte, oder wie? Falter, Nachtfalter, unser wunderschöner Nachtfalter. Motte ist natürlich hässlich, ne? Zerpflückt die Kleider und macht keinen Nutzen, aber den Falter ist wunderschön. Platte, lol, das ist meine vierte Platte! Das ist mein dritter Rathalos und meine vierte Platte oder so, Alter. Ich habe jedes Mal eine bekommen und einmal sogar zwei. So, wir nehmen auf jeden Fall mal den Rocky mit. Oh Gott, wie nennen wir den? Warte mal, wo habe ich meinen Stift? Hier. Wir nennen ihn... Was macht er denn? Er tut Schätze suchen, ne? Dann nennen wir ihn... Wie nennt man einen Schatzsucher? Nathan? Nennt man so Nathan Drake? So? Nathan Drake, der von... Ne, ihr wisst schon? Kann sein, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir ihn jetzt so genannt. Weiß nicht, ob man das ändern kann, ich glaube nicht. Aber okay. Wir nennen ihn Nathan. Nach dem berühmtesten Gamer-Schatzsucher. Und Joystar ist direkt auf Stufe 9. Ich bin mir nicht sicher, soll ich im heutigen Part noch ein anderes Monster klatschen? Weil Rathalos hatten wir jetzt relativ schnell. Ja, wisst ihr was, ich werde die nächsten beiden Monster zusammennehmen oder so. Ich weiß es nicht. Oder wir beginnen jetzt die Quest, kann auch sein. Oh, wir haben Dörfler bitten. Jumbo-Knochen und Lederhaut. Okay. Maximum erneuerbaren Kameraden. Okay. Haben wir noch mehr? Lichtkristall? Nö, haben wir nicht. Okay. Dann nehmen wir den Schwert jetzt aus der Box. Okay. Gott weiß wohin. Okay. Ich lese kurz vor. Wenn du diese Zeilen liest, lieber Jäger, dann bin ich noch nicht tot. Und das ist gut. Ich bin der Akademie Weg ein Zauber, jemanden Rätsel, die Rasenmonster zu lösen. Ich bin schneller zurück als eine Herge der Yagi. Erforsche meine Abwesenheit weiterhin den Himmelsberg. Okay. Also ist unser Chef gerade auf dem Weg, herauszufinden, was das Ding macht. Und wir sollen hier quasi noch den Rest erledigen. Okay, Leute, dann ist heute euer Glückstag, denn wir machen heute etwas eine längere Folge. Wir jagen nicht nur einen Rathalos. No, wir jagen auch einen Zinogre. So. Und damit wir wenig Zeit verlieren, überspringen wir das Ganze mal.
It's me, Mario. I got the mushroom. Okay, Gegengift brauchen wir nicht. Schallbomben brauchen wir nicht. Fallgrube könnten wir gebrauchen. Den ganzen Rest könnten wir ebenfalls gebrauchen. So, wir nehmen auf jeden Fall genügend Tränke mit. Farbbälle. Wettsteine. Und Kräuter, die müssen wir kaufen, ne? Nee. Wir haben 10 Kräuter, okay, alles klar. Okay! Auf den Zinnogre zu töten. Zinnogre-Zone. Alles klar. Ja, wir waren so schnell fertig mit dem Rathalos, dass wir jetzt noch einen Zinnogre klatschen können, meine Freunde. Auch wenn der heutige Part da ein bisschen länger dauern könnte. Aber hey, was soll's. Heute haben wir zwei mega coole Monster. Rathalos und Zinnogre. Rathalos... Das Monster in Monster Hunter, was wohl das bekannteste... Oh, ich sehe es sogar, weil ich Orakel hatte. Das bekannteste ist, weil es halt das Franchise geprägt hat. Das erste Monster waren halt wirklich Rathalos und Rathian. So die... Die Signature-Monster, sage ich jetzt einfach mal, von Monster Hunter 1 und 2 oder so. Dann kam der Tigrex dazu. Irgendwann der Naruga oder der Nagakuga. Dann der Zinnogre. Und jetzt, dann der Lagiacrus, genau. Und jetzt haben wir den Goren Magala. Aber heute kümmern wir uns um Zinnogre. Einen Donnerwolf. Der extrem episch aussieht. Und auch der hat wieder verschiedene Formen. Denn auch er kann sich verwandeln. Und was zum Teufel machen wir jetzt? Werden sie uns... Oh shit! Oh shit, okay. Der Typ macht auf jeden Fall keinen Spaß. Wow. So, wir haben schon mal einen Buff bekommen. Den zweiten. Okay, den Angriffsboost zu bekommen ist bei ihm auf jeden Fall nicht schwer. Und da ist er wieder, der Zinnogre, einer meiner Lieblinge aus Monster Hunter. Wow. So. Jetzt, mein lieber Zinnogre, wirst du dein Leben verlieren. Oh oh, oh oh, oh oh. Nein, du lädst dich nicht. Denn wenn Zinnogre genügend geladen ist, und das meine ich wortwörtlich, dann wird er sich zu einem Super Saiyajin Wolf entwickeln, und das ist sehr böse. Das darf niemals passieren. Slash. Und zurück. Ah, leider hat's von der Distanz nicht gereicht, um auszuweichen. Holy, okay. Nein, jetzt triff doch, Alter! Wo schlägst du nun hin? Also der Angriffsboost ist sehr leicht bei ihm zu bekommen. So. Autsch. Okay, ich werde gerade geheilt. Nice. So,
So, Insekt, greif ihn an. Los, nochmal. Oh, shit. Oh, ich konnte ihn gerade noch so aufhalten. Und jetzt zurück. Und jetzt auf ihn drauf. Perfekt, Alter. Yeah. Stirb, du kleiner Bastard. Oh, shit, Alter. Nein, 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 nein. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Hör auf, hör auf. Alter. Direkt zweimal nacheinander. Das ist nicht so cool. Oh, shit. Okay, jetzt werde ich ihn nicht mehr aufhalten können. Ah. Und das ist seine Rage-Form. Da macht er richtigen bösen Damage. Und ganz andere Attacken. Oh, shit. Und meine Waffenstärke ist im Arsch. Holy shit. Okay, ich muss kurz... Oh, fuck. Oh, shit. Ich habe nämlich nebst der Donner... Feuerschwäche eine Donnerschwäche. Holy fuck. Hui. Okay, ich muss kurz heilen. Nein, du kannst ihn direkt wieder verpissen. Ich bin nur hergekommen, um mich zu heilen, nicht mit euch zu spielen, ihr Lutschis. So. Ay, caramba. So, danke für den Boost und mit diesem Boost gehen wir jetzt. Zinogre auseinandernehmen. So, jetzt mal einen Farbball anschmeißen. Nicht denselben Fehler machen wie sonst immer. Au, Alter. Übrigens, eine Schockfalle nützt genau gar nichts bei dem Typen. Da hilft ihm eher. Denn nach einer Schockfalle ist der Typ... Au! Auf jeden Fall komplett wieder geladen. Nein, 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 nein. Holy shit, holy shit! Fuck! Alter! Das war so knapp! Hätte mich Nekoro nicht geheilt, wäre ich gestorben. Okay, er ist jetzt tatsächlich ins andere Gebiet gegangen und wir müssen wieder besser kämpfen. Oder ich muss mich mehr konzentrieren. Was bekämpft ihr denn da? Lol, die anderen Katzen. Seid nicht so gemein zu den anderen Katzen. Die haben uns gar nichts gemacht. So. Wo ist dieses Viech? Da oben. So, und das einen schnellen Falter zu haben, ist super wichtig. Denn ohne diesen schnellen Falter hätte ich das niemals so schnell alle drei Boosts bekommen können. Na, warte. Das war's mit deinem Horn. Yippee-yay! Nice! Nekoro hat ihn aus dem Rage-Modus geschlagen. Und ich habe ihn direkt gemountet. Sehr geil. Also heute läuft's echt gut mit dem Handen. Hör auf zu rasten, Alter! Und jetzt bleib genau da, du Bastard. Ah, ich hab eh den Buff an, das vergesse ich immer. So. Na warte, dieser Damage. Was, er ist schon tot? LOL. Wie wir ihm gegeben haben, Leute. Ultra brutal. Wir haben den Typen in Rekordzeit geschafft, Alter. Ja, 7,5 Minuten. Nicht schlecht. Für das, dass ich mit dieser Waffe noch nie einen Zinogre gekillt habe. Ha. Auf jeden Fall nicht schlecht. Wir haben ein paar Mal gefällt. Das darf aber sein, denn wir haben auch ansonsten ziemlich gut gespielt.
Nekoro, Joystar und Sephiron am Start. Batz! Bra! Okay. Mal schauen, ob wir mit dem Falter so ein Ding killen können. Zah! Okay, ne, es reicht auf jeden Fall nicht für einen Kill. Aber jetzt hat's gereicht. So. It's me, Mario. I hit the Tsunogre on the head with my big hammer. Juhu. Cool. Ja, aber das war's für diese Folge. Wir haben zwei ultra coole Monster zerstören dürfen. Gebt einen Daumen hoch, wenn euch auf jeden Fall die Kämpfe gefallen haben und wenn ihr gespannt seid, wie es weitergeht mit der Geschichte, ja, ich hätte nie gedacht, dass ich das jemals sage, mit der Geschichte von Monster Hunter. Bis zum nächsten Mal, euer Sephiron.